Ja, hallöchen, liebe Bastelfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Bastel-Episode von Probinotto. Das ist euer Bastelkanal und mit unseren Ideen könnt ihr eure Welt etwas bunter und kreativer gestalten. Es ist wieder Bastelzeit. Juhu! Und ich hab Lust auf Wassermelone. Lotta, du hast Lust auf Wassermelonen. Lotta hat ganz recht, es ist heiß, Sommer und Wassermelonen würden jetzt richtig gut tun. Wir könnten doch etwas mit Wassermelonen basteln. Oh ja, liebe Lotta, das ist eine gute Idee. Wir könnten doch wieder mal etwas mit Wassermelonen machen oder basteln. Moment, ich rufe jetzt mal unseren Bastelschrank. Bastelschrank! Wuhu, schaut mal her. Das habe ich gebastelt. Ein Wassermelonen-Stifterhalter für den Schreibtisch. Wow, der sieht richtig schön aus. Gell, liebe Lotta, der ist richtig hübsch geworden. Und falls ihr wissen wollt, wie ich meinen Stifterhalter in Melonenform gebastelt habe, dann bleibt jetzt dran. Für diese Bastelidee braucht ihr ein großes, festes Stück Pappe, Papier in Weiß, Grün und Rot, sowie einen Stift und drei verschieden große, runde Gegenstände. Ich benutze hier einen Teller, eine mittelgroße und eine kleinere Schale. Dann braucht ihr Kleber, eine Schere und zwei Papprollen. Als erstes übertragen wir den großen, runden Gegenstand, in meinem Fall ist das ein Teller, auf das Stück Papier. Wir schneiden den Kreis aus und falten ihn einmal zur Hälfte. Das wird unsere Schablone, die wir dann einmal auf das grüne Papier übertragen. Am besten an der unteren Kante. Das grüne Papier wird einmal zur Hälfte gefaltet und den Halbkreis großzügig ausgeschnitten, so dass ihr einen großen Rand überstehen habt. An den Rand macht ihr kleine Einschnitte, so wie ich das hier gerade mache. Weil wir das grüne Papier aufeinander gefaltet haben, habt ihr somit zwei gleich große Stücke. Denselben Schritt wiederholt ihr mit dem weißen Papier und mit dem zweitgrößten Gegenstand. In meinem Fall ist das eine Schale. Ausschneiden, zur Hälfte falten. Nur mit dem Unterschied, dass wir diesen Kreis einmal halbieren, sodass wir zwei gleich große Kreishälften haben. Denselben Schritt mit dem kleinsten Gegenstand, eine kleinere Schale in meinem Fall wiederholen, also die Schale auf das rote Papier übertragen, ausschneiden, zur Hälfte falten und einmal durch die Mitte hindurch schneiden, sodass man zwei gleich große rote Halbkreise hat. Dann nehmen wir die Schablone, die wir als erstes gemacht haben, falten sie einmal zur Mitte und übertragen sie zweimal auf das große feste Stück Pappe. Einmal und zweimal. Beide Halbkreise werden mit einer scharfen Schere ausgeschnitten. Der Papphalbkreis bestreicht ihr dann mit Kleber. Und beklebt die Oberfläche mit dem grünen Papier. Denselben Schritt mit dem zweiten Halbkreis wiederholen. Und dann nach und nach die anderen Hälften ankleben. Zuerst die weiße und dann die rote. Denselben Schritt mit dem zweiten halben grünen Kreis einfach wiederholen.
Und dann klebt ihr als nächstes zwei gleich große Papprollen aneinander. Damit das Ganze etwas besser geht, könnt ihr sie anklemmen. Die Oberfläche ebenfalls mit Kleber bestreichen und die Papprollchen an der Pappe ankleben. Und zwar so, dass die schöne grüne Seite nach unten schaut. Denselben Schritt gleich nochmal wiederholen und das Ganze erstmal trocknen lassen. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, kann man die Lasche oder die Einschnitte mit Kleber bekleben und nach innen klappen. Diesen Schritt so lange wiederholen, bis alle Laschen komplett nach innen geklappt bzw. geklebt wurden. Diesen Schritt machen wir, damit die Ränder auch schön aussehen. Und so sieht das dann aus. Aus dem grünen Papierrest schneidet ihr euch Streifen aus. Zwei Streifen sollten genügen. Bringt dann an beiden Enden etwas Kleber an und beklebt damit die Unterseite, so dass die Röllchen geschlossen sind und die Ränder auch schön aussehen. Mit einem schwarzen Stift die Kerne anmalen. Und so einfach und schnell könnt ihr euch dann einen richtig schönen Melonenstiftehalter basteln. Na ihr Lieben, schaut mal! Der ist richtig hübsch geworden und total Wassermeloni. Wassermeloni! Lotta findet das wieder mal lustig. Hier kann man dann Stifte oder Schulmaterial oder Scheren oder was auch immer verstauen. Und dann hat man auch gleich für etwas Ordnung ja, auf dem Schreibtisch gesorgt. Und ich finde, der sieht auch richtig schön aus und ist auch eine tolle Schreibtischdeko. Ich mach das auf jeden Fall nach. Schön, das freut mich, dass du das nachmachst. Und falls auch ihr das nachmachen wollt, dann schnappt euch schnell das Material, bastelt es nach. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bei Tobi Lotta natürlich. Macht's gut, liebe Bastelfreunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.